Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte an dieser Stelle einmal das neue Setup testen. Ein neues Mikrofon ist mit an Bord. Und ich wollte euch mitnehmen auf meiner letzten Tour auf meiner Zero SR 13.0. In diesem Fall nach Falkensee zu der Motorradschmiede bzw. zum E-Bike Point in Falkensee, wo meine Zero noch einmal durchgecheckt wird und neue Reifen vorne und hinten bekommen wird. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, warum letzte Tour. Ich habe beschlossen, die Zero zu verkaufen. Ich fahre ja seit 2016 dieses Modell, auf der ich gerade sitze, eine Zero SR 13.0, Baujahr 2015. Bin bis dato sehr zufrieden mit der Maschine, hat mich und uns überall hingebracht, wo wir hin wollten. Ich habe viele tolle, spannende Videos gedreht, die ihr alle mal auf dem Kanal, wenn ihr den abonniert, auch nochmal ansehen könnt. Nun ist es mittlerweile aber so, dass über die SR einfach ja, alles erzählt wurde, die Ladegerättypen, die es gibt. Ja, mitunter ist sie jetzt ja auch schon 4-5 Jahre alt. Dementsprechend kommt sie halt auch in die Zeiten, wo ich einfach nicht mehr so richtig weiß, was ich noch drüber erzählen kann. Wie ihr mitbekommen habt in den Medien, bin ich mir ziemlich sicher, gibt es von Zero ein neues Modell, die Zero SRF, ein völlig neu entwickeltes Modell mit neuer Technik, besserer Technik, größerem Akku, schnelleren Lademöglichkeiten und neben dem Thema, dass die mir optisch wirklich sehr, sehr gut gefällt, spielt natürlich auch nochmal eine große Rolle für mich, dass ich einfach den Kanal weiter erhalten möchte, weiter mit Informationen füttern möchte. Und ja, euch auf den neuesten Stand halten will. Den Link für die Zero und auch für das Schnellladegerät, was ich dazu habe, packe ich euch so lange unter das Video, solange die Maschine noch zu haben ist. Ihr könnt mich gerne anschreiben, entweder direkt per Mail oder über die Anzeige oder halt unter das Video, wie ihr Lust und Laune habt. Ja, optisch ist die Zero SRF ein totaler Leckerbissen. Ich habe schon total genaue Vorstellung, wie sie aussehen soll. Eines Morgens bin ich aufgewacht und habe gedacht, so soll es sein. Ich finde ihren Blau total cool. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt einfach jahrelang mit einer roten Maschine durch die Gegend gefahren bin. Also ich hätte die wirklich sehr, sehr gerne in Blau. Ich habe mal ein Modell gesehen, da waren die Spiegel, die Lenkerendspiegel unter dem Lenker angebracht. Das sah bei der Maschine ziemlich Hammer aus. Nachteilig soll wohl der Blickwinkel sein, dass das nicht so optimal ist, aber das möchte ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Und ich möchte die Variante mit dem 12 kW Typ 2 Ladegerät. Das, was Zero jetzt gemacht hat, ist total super, also überhaupt eine 12 kW Lademöglichkeit anzubieten. Da sind dann mehrere Ladegeräte in der Maschine eingebaut. Soweit ich das verstanden habe, sind es zweimal 3 kW, die verbaut sind. Und dann kann man zusätzlich noch so eine Art Charge Tank mit dazu nehmen, mit weiteren 6 kW, dass wir dann auf 12 kW kommen. Das Ganze wird über Typ 2 Stecker, oder also am Motorrad ist eine Typ 2 Dose. Ne? Bei meiner Maschine ist jetzt hier noch eine Typ 1 Dose, das war irgendwie nicht ganz so praktisch. Da gibt es jetzt einen Typ 2. Mit der ich dann zum Beispiel an diesen Trippelladern dann das Ladekabel direkt in die Maschine stecken kann. 12 kW heißt, in knapp einer Stunde ist die Maschine vollgeladen. Die letzten paar Prozente dauern ja mal ziemlich lange. Also ich denke, dass man damit unter einer Stunde ja, um die 85-90% super vollladen kann. Reichweitentechnisch haben wir den 14,4 Kilowattstunden Akku, den es ja auch schon letztes Jahr gab. Da wurde also jetzt nichts großartig vergrößert. Allerdings ist es so, dass die Kühlrippen, die man auch wunderbar von außen erkennt, dazugekommen sind, dass der Akku also wirklich besser seine Wärme abgeben kann. Das war ja bis dato teilweise im Hochsommer über 30, 35 Grad. Wenn ich viel fahre und schnell lade, tatsächlich dann wirklich ein Problem. Ja, da freue ich mich schon aufs Video, was ich dann machen werde, wo ich das dann auch nicht mal testen kann. Ansonsten hat Zero gehört auf die Leute, die sich Sachen gewünscht haben, nicht zuletzt auch die Fahrer. Wir haben komplettes LED-Licht, bis auf die Blinker leider. Da gibt es aber von einem anderen Hersteller so ein LED-Set, das werde ich mir dann auch mal besorgen und natürlich auch dokumentieren, wie das umgebaut wird und wie das danach aussieht. Dann ist die Maschine komplett mit Full LED ausgestattet. Ansonsten das, was jetzt für mich nicht so wahnsinnig wichtig ist, noch mehr Motorleistung, noch mehr Endgeschwindigkeit, also 200 km/h Höchstgeschwindigkeit werde ich wahrscheinlich nur ein, zwei Mal nutzen.
Das ist für mich jetzt nicht so interessant. Als Eco-Betriebfahrer reichen mir die normalen paar PS eigentlich auch aus. Eine weitere Geschichte, die viele sich gewünscht haben, ist im Grunde so eine Art Traktionskontrolle. Ne? Also neben dem ABS, also sprich beim Bremsen die Kontrolle zu behalten, andersrum beim Beschleunigen die Kontrolle zu behalten. Sprich, also wenn ich jetzt zum Beispiel am Gasdrehgriff drehe und das Rad dreht durch, dann fängt es sich wieder und gibt halt eben nur so viel Kraft rein, wie es tatsächlich dann gebraucht wird. Finde ich eine super sichere Sache. Gerade bei Feuchtigkeit habe ich es doch schon ein, zwei Mal gehabt, wenn ich mit dem Hinterreifen irgendwie auf so einer weißen Pfeil oder so eine weiße Markierung stand, dann gab es schon mal einen kleinen Rutscher. Die Maschine setzt ein bisschen zur Seite und da muss man aufpassen, dass man nicht auf der Nase landet. Also das ist technisch auch nochmal einen ganzen Schritt weiter. Ansonsten das, was für mich und meine Mitfahrerin Carolinchen wieder ran muss, ist natürlich eine Topcase hinten. Das verschandelt die Maschine natürlich ungemein, aber bei dem Drehmoment habe ich keine Lust, dass meine Tochter einen Abgang macht. Da wird auf jeden Fall dann wieder ein Topcase-Halter rankommen und dann das bekannte Topcase, was ich auch schon mal hatte mit der Rückenlehne, dass dann der Sozius dann wunderbar mitfahren kann. Ja, was ich schauen muss, ob es passt, wäre ein Windschild, ne, so wie ich es jetzt hier vorne auch dran habe. Das ist ganz praktisch mit den ganzen elektronischen Geräten hier vor. Und zum anderen nimmt es auch ganz gut den Druck vom Oberkörper. Das ist also nochmal ein angenehmes Fahren. Da würde ich aber gucken, dass es optisch ins Bild passt. Ja, mal schauen. Ja, das wären so die Wünsche. Am meisten freue ich mich tatsächlich wirklich aufs Ladegerät. Wie gesagt, an diesen Triple-Chargern kann ich dann wirklich den Typ 2 Ladestecker dann direkt in die Zero stecken. heißt, ich müsste also nicht mal mehr ein Kabel mit rumschleppen. Das Tolle ist an diesem verbauten Ladegerät, dass ich dann also dieses ganze Geraffel nicht mehr mitschleppen muss und maximal ein Kabel, was man vielleicht irgendwo noch an der Maschine unterbringen kann, dass ich dann an Typ 2 Dosen dann auch ganz normal relativ schnell laden kann. Also da freue ich mich schon ziemlich sehr stark drauf. Das wird echt eine super Sache. Ich habe auch schon im Kopf die ganzen Touren, die ich dann auch nochmal fahren werde, also von Hausstrecke über die Strecke bis zur Ostsee, die ich dann auch nochmal fahren werde. Einfach um zu gucken, wie viel Zeitersparnis es gibt, wie schnell das geht, dass man so einen ganz guten Vergleichswert hat. Also einmal Berlin-Ostsee und zurück an einem Tag, das ist auf jeden Fall schon geplant und wird in jedem Falle dann durchgesetzt werden. So, ich bin jetzt hier an der Stadtgrenze von Berlin-Spandau. Der nächste Ort wird dann Falkensee sein. Dort befindet sich mein Zero-Vertrauenshändler, mein Händler des Vertrauens, so rum. Die Motorradschmiede oder auch der E-Bike-Point, je nachdem, findet ihr beide den richtigen Ansprechpartner in Falkensee. Insbesondere der Steffen, der sich ganz lieb immer um die Zero-Menschen kümmert. Falls ihr Fragen habt oder Wünsche oder was weiß ich, eine Probefahrt, euch die Teile mal angucken wollt, fahrt einfach mal nach Falkensee, eine schöne Strecke. Schaut euch die Sachen an. Ihr könnt mich fragen, ihr könnt Steffen fragen, unter dem Video, per Mail, was weiß ich, per Anruf. Also wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr uns die vertrauensvoll stellen und ihr bekommt in jedem Fall eine Antwort. Jetzt kommt nochmal mein Lieblingskreisverkehr. Ach, schade, kommen Autos. Ja, das Tolle an so einer Zero ist ja, dass sie wirklich so gut wie keine Verschleißteile hat. In dem Fall ist jetzt aber so, dass nach 4-5 Jahren und knapp 13.000 Kilometer einfach die Reifen runter sind. Hinten bin ich selber so ein bisschen schuld, weil ich ja nicht so der Kurvenfahrer bin. Ja, so der Langstreckenfahrer ist der Reifen schon ganz schön kantig, der muss also ausgetauscht werden. Und dadurch, dass die Zero relativ kopflastig ist, ist der vordere Reifen trotz wenig Bremsmanövern, also doch viel rekuperiert, auch schon ziemlich abgenutzt. Also das würde ich auf jeden Fall noch erneuern lassen. Steffen guckt dann gleichzeitig auch nochmal drüber bei der Maschine, ob irgendwas anderes zu finden ist. Dass ich dann die Maschine technisch toppen Zustand und ruhigen Gewissen dann abgeben kann, dass der Nachfolger dann an den nächsten paar tausend Kilometern dann eine schöne Freude hat. Ja, ich sehe es schon. Gleich bin ich da. Ja, das war auch schon das Video mit der letzten Fahrt, die vorerst letzte Fahrt mit der Zero SR 13.0. Ich danke euch fürs Zusehen und ja, wenn ihr Interesse habt an der Zero, dann meldet euch einfach, gebt Bescheid und dann finden wir sicherlich einen Weg. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video dann. Ciao, ciao.